Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ich habe mir nämlich NARS-Produkte bestellt und die sind ja immer nicht so ganz günstig. Und ich hoffe so sehr, dass mir das gefällt. Ich habe es mir nur mal so ganz oberflächlich angeguckt. Ich werde das jetzt mit euch zum allerersten Mal auftragen, also eine First Impression. Bin echt aufgeregt. Das ist ja so die allerneueste NARS Foundation. Ich kenne NARS eigentlich nur als Lidschatten. Ich habe ja mal von meiner Freundin eine Lidschattenpalette geschenkt bekommen mit diesen Farben. Und damit werde ich mich nachher auch schminken und freue ich mich schon drauf, weil es ist echt so ein, nicht nur weil es ein Geschenk ist, sondern weil sie auch echt toll ist. Und NARS hat ja einen super Namen. Und ich bin wirklich gespannt, ob die Produkte ihren Preis wert sind. Ich werde vergleichen. Ich kenne ja auch günstige Produkte und es ist ja auch immer sehr interessant, wenn man dann mal die teuren Sachen hat. Also das ist ja wirklich. Ich glaube, die kostet um die 50 € diese Foundation und da kippt man ja fast vom Stuhl. Aber wenn sie ihr Geld wert ist und wenn sie wirklich gut ist, dann darf sie gerne bei mir bleiben. Also ich bin sehr gespannt. Gut, es ist die NARS Reflection. NARS hat mehrere Produkte, was das angeht. Also die haben natürlich ganz viele Produkte, aber sie haben halt viele Foundation und das ist so die allerneueste, die halt, wo ich gesagt habe, die würde ich gerne mal testen. Ja, sie ist halt, da, hier steht halt drauf Light Reflection Foundation und das ist halt so diese Variante, die denn so vielleicht so ein bisschen glowt. Bisschen natürlicher aussieht. Ich glaube, NARS ist wohl auch sehr, sehr bekannt. Also da war mir das mal so aufgefallen, dass es da eine Foundation gibt, speziell für ölige Haut. Also die hat wohl, die ist so richtig toll bei öliger Haut. Ja, ich bin gespannt, ob sie auch bei mir funktioniert und ich werde sie mit euch zusammen auftragen, genauso wie ich mir den ganz, ganz berühmten Blush gekauft habe, nämlich den Orgasm, aber da es ja den Orgasm schon ganz lange gibt und da ich mir gedacht habe, naja, die meisten werden wahrscheinlich den normalen Orgasm haben, habe ich mir die X-Variante bestellt. Und die sieht so aus. Und da bin ich sehr gespannt, wie die nachher aussieht auf meinen Wangen. Und ich habe mir eine kleine Probe, also man durfte sich so ein paar Proben aussuchen. Unter anderem, Moment, gab es das hier, also so ein paar Farben. Also wenn die Farbe jetzt hinkommt, dann brauche ich das nicht. Eventuell müsste ich mich dann so ein bisschen hier, wenn ich nachher noch eine Farbe suche, ich muss mal gucken, wenn ich das gar nicht brauche, packe ich das auf jeden Fall zur Seite und werde ich euch mal irgendwo mit reinpacken in eine Verlosungskiste oder so. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr ja dann gerne sagen. Und ich habe einmal noch hier dieses als Probe. Und zwar ist das der berühmte Bronzer. Also genauso wie Benefit hat NARS auch so ein richtig super, super beliebten Bronzer, den ich natürlich auch gerne mal kennenlernen möchte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich den als Probe einmal benutzen kann. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie das funktioniert, aber das werde ich ja dann bestimmt rausbekommen. Bin sehr gespannt. Ich weiß auch gar nicht, welche Farbe das ist. Ob es da überhaupt, also ich bin da mit NARS bin ich noch gar nicht so, dass ich mich da so super gut auskenne. Aber das kann man ja alles rausbekommen. Welche Farbe und so weiter. Hier steht jedenfalls Laguna Bronzing Powder. Na gut, mal schauen, ob ich das Originalprodukt nachher finde im Netz. Jetzt habe ich erstmal ausgepackt und war so begeistert und habe gedacht, das zeige ich euch, falls ihr auch die neue haben möchtet. Und das hier ist auch noch mal so eine kleine Probe gewesen. Liegt daran, dass ich die NARS Foundation bei NARS selber bestellt habe und den Blush habe ich bei Douglas bestellt. Also deswegen habe ich mehrere Proben. Ich habe auch noch was anderes, aber das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Und das hier habe ich halt auch. Und das ist so ein, da werdet ihr euch erschrecken. Da bin ich ja gespannt, wie ich das hinbekomme. Das habe ich gerade schon so ein bisschen auf der Hand gehabt und habe es gar nicht mehr abbekommen. Das hier nachher so für die Lippen. Das ist mega. Also es ist eine richtig schöne Farbe. Na gut, ich mache sie noch mal auf meine Hand. Eine richtig schöne Farbe. Aber ihr kennt mich ja. Ich bin ja gar nicht so mutig mit knallroten Lippenstiften. Jetzt werdet ihr gleich staunen, wie ergiebig das ist. Aber ich habe festgestellt, das ist der Wahnsinn, ne? Ich habe festgestellt, wenn man so ein ganz bisschen drauf macht, dann könnte das ein richtig schönes, also das ist so ein schönes Rot, wisst ihr, so ein Pinkrot, das mag ich.
Jetzt so für eine Foundation mal so 50 Euro auszugeben, das ist bei mir auch die Seltenheit. Ich hoffe, sie funktioniert. Wehe, du funktionierst nicht, du teures Stück. Ja, werden wir sehen. Gut, dann geht jetzt los. Alles, was ich in meinem Gesicht gemacht habe, ist, ich habe mich vorher ein bisschen gekniffen, damit ich ein bisschen frischer aussehe. Und ich habe ganz klein bisschen Concealer aufgetragen von Make-up-Coach, einfach nur, damit ich euch nicht so erschrecke. Na, ich dachte irgendwie, es geht dann schneller, wenn ich mich dann damit schminke. So, es geht los. Achtung, jetzt kommt die Foundation. Also, wie gesagt, Reflection, wir sind alle gespannt. Die Farbe, es gibt Farben. Es gibt 3000 Farben. Und da die richtige auszusuchen ist mittelschwer, weil was ich jetzt gut fand, das macht IT Cosmetics auch. IT Cosmetics macht das auch. Die haben da so Frauenbilder. Und da kann man sich ganz gut danach richten. Also nicht nur irgendwie welche Striche, sondern auch so Frauenbilder. Und da habe ich gedacht, ich habe eventuell Light 3 Gobi. Mal schauen. Ich mache sie einfach mal rauf. Also, es ist ein Glasbehälter. Unten steht nochmal die Farbe. Ja, mit so einem, ne, Pumpding. Wie viel ist da drinne? 24 Monate ist sie haltbar und es sind 30 Milliliter. Ja, naja, wir werden sehen. Das hier kommt von eben. Da habe ich sie einfach nur einmal so auf die Haut aufgetragen und habe gedacht, ja, könnte was werden. So, ich mache das mit dem IT Cosmetic Sternchenpinsel und bin jetzt echt aufgeregt. So, ich fange an. Also, ich mache es hier rauf. Oder erst auf die Hand? Nein, hier rauf. Muss man schütteln? Ja, man kann sie schütteln. Es bewegt sich was. Man hört auch Wasser. Gut, also Achtung. Tada. So sieht sie aus. Nee, das ist ja gemein. Ich mache sie erstmal für euch auch hier auf die. Ach. Tüdel. Ich mache sie einmal auch für euch, so dass ihr sehen könnt, was hat das für eine Konsistenz. Also, es ist so ein bisschen wie eine Serum-Foundation, weil sie ja wirklich. Na? Also es müsste eigentlich eine Mega-Qualität sein bei NARS, sonst hätte ich das nicht bestellt. Ich habe mich da schon echt so ein bisschen lange mit beschäftigt und ich habe mir es wirklich dreimal überlegt. Also naja, öfter, sechsmal mindestens, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. So, nun wollen wir mal. Guck mal, das ist schon verschwunden hier im Pinsel, ist schon eingetaucht. Also ich bin sehr gespannt. Ich mache erstmal nur eine Seite und werde ganz, ganz, ganz ehrlich sein. Bin ich ja sowieso immer viel zu ehrlich. Lass uns einfach anfangen. Ihr merkt, ich bin aufgeregt. Ich zögere. Ich zögere. Ja, ich habe Angst. Wenn man so viel Geld ausgibt, dann will man ja auch begeistert sein. Wenn sie zu hell ist, wäre es nicht ganz so schlimm. Sie darf nur nicht zu dunkel sein und das ist sie auf jeden Fall schon mal nicht. Ich gehe auch mal unter das Auge. Kann man immer ganz gut sehen, wie die sich so verhält bei Falten, bei vielen Falten. Hier ist immer so eine kritische Stelle bei mir. Wie ich das so sehen kann. Die sieht doch gut aus, oder? Oder täusche ich mich? Ich nehme noch mal ein bisschen mehr. Ich will einfach mal gucken, wie sie sich verhält. Wenn ich noch einen Pump-Hub dazu mache, ob man sie aufbauen kann. Habe mir jetzt einen Beauty-Schwamm besorgt. Habe ihn noch mal so ein bisschen sauber gemacht und angefeuchtet und so weiter. Und jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man da einen großen Unterschied sieht. Also ihr seht schon, ich lächle, ich bin erleichtert, ich bin froh. Ich denke so, das ist ein schönes Ergebnis. Sie könnte ja noch ein Ticken dunkler sein, aber mich stört das jetzt gerade gar nicht, weil ich bin echt erleichtert. Es gibt nichts. Habt ihr das gehört? Die Meerschweinchen. So, ich mache es hier rauf. What? Drei Hübe ergibt so viel.
Oh, ich finde sie ja. Oh, guck mal, die ist echt ganz schön ergiebig. Da. Geht. Bestimmt auch gut mit einem Beauty-Schwarm. Ich mache einfach noch mehr drauf. Ich gucke jetzt mal, wie sich das macht, wenn ich noch mehr auftrage mit dem Beauty-Schwamm. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt, welche Seite, ob man da irgendeinen Unterschied sieht und ob ihr irgendeine Seite schöner findet. Ich setze direkt vor einem großen Fenster. Am spannendsten wird ja auch, wie sie abends aussieht, ne? Jetzt ist es 12 Uhr. Mal gucken, wie sie nach ein paar Stunden aussieht. Aber so wie, also die müsste eigentlich draufbleiben, sonst bin ich enttäuscht. Die muss draufbleiben und die dürfte sich eigentlich nicht verändern. So, jetzt habe ich ja ein bisschen gewartet und habe ja jetzt auf beiden Seiten zwei Schichten drauf. Hier mit dem Pinsel, hier mit dem Make-up-Schwämmchen. Habe noch mal ganz genau in den Spiegel geguckt. Mit dem Pinsel muss man so ein bisschen aufpassen bei den Falten. Lieber dünn auftragen, nicht so viel. Sie ist schon auch sehr deckend, finde ich. Trotzdem sieht sie natürlich aus. Und das ist wahrscheinlich das Besondere an dieser Foundation, dass sie zwar richtig abdeckt, aber trotzdem natürlich aussieht. Und das ist wahrscheinlich das, was diesen Namen so ausmacht. Deswegen wahrscheinlich eine Reflection. Wie die das hinbekommen, weiß ich nicht, aber ich finde es schon echt krass natürlich. Und habe eben auch noch mal draußen auf der Terrasse geguckt, wie das aussieht und so weiter. Ich hoffe, ich kann euch das auch so rüberbringen, dass man das gut sieht, dass sie auch wirklich echt natürlich aussieht und trotzdem deckt. Ich finde, also ich hab noch mal gefühlt, sie braucht eine Weile, bis sie so richtig eingezogen ist. Also sie, ich weiß nicht, ob sie richtig einzieht, aber es fühlt sich so an, als wenn das eine Weile dauert, bis das so richtig in der Haut, so bis sich das so mit der Haut verbindet. Das wird eigentlich immer schöner. Erst denkt man so, wow, krass, und dann wird es immer schöner. Aber wie gesagt, hier würde ich so ein bisschen aufpassen, da sieht man so ein bisschen Falte. Geht eventuell mit Feuchtigkeit so ein bisschen besser. Muss man so ein bisschen beobachten, ne? Weil hier habe ich das nicht so doll wie auf dieser Seite. Aber es ist halt auch eine Falte. Und wenn man genau reinguckt, da ist kein Produkt, ne? Bei den Falten so ein bisschen aufpassen, eventuell weniger auftragen. Wenn ihr seht, dass sich das da so absetzt in den Falten, einfach nochmal so ein bisschen mit dem Beauty-Schwamm oder mit dem Pinsel rübergehen. Das habe ich eben auch gemacht. Da war einfach nur so ein bisschen zu viel Produkt. Bei Falten ist das immer besser, wenn man nicht so eine dicke Schicht drauf macht, dann sammelt sich das da so drinne, sondern lieber dünner aufträgt. Ich mache erstmal die Augenbrauen und dann denke ich darüber nach, ob ich mein Gesicht abpudere. Bis gleich. Ich werde mich natürlich nicht abpudern. Ich habe gedacht, wieso puderst du dich denn ab? Nee, ich will das so beobachten. Also jetzt ist sie noch weiter eingezogen. Das ist echt krass, ist sie ganz weich. Hier fühlt man noch ein bisschen was und hier fühlt man fast gar nichts mehr. Echt erstaunlich. So, nun werde ich mich mal damit beschäftigen. Ich glaube, da muss man einfach nur eine Folie abziehen. Ich mache das mal ganz vorsichtig. Ich lasse es mal auf dem Tisch liegen, vorsichtshalber. Ich erkläre euch das denn. Ich glaube, da ist nur für einmal Bronzer drauf. Ja, also man zieht einmal hier diese Folie ab. Ich habe sowas echt zum ersten Mal in der Hand. Und jetzt, ich gehe mal mit dem Finger rein. Okay, müsste funktionieren. Ich gehe mal jetzt einfach mit dem Pinsel rein und guck mal, was passiert. Witzig, ne? Okay, ich bin gespannt, wie ich danach aussehe. Also, das erste Mal in meinem Leben eine Nasbronzer. Achtung.
Wunderbar. Ah, toll. Also wenn der den ganzen Tag drauf bleibt, der gefällt mir besser als der Benefit Bronzer. Wirklich. Den finde ich toll. Der sieht so richtig toll aus auf der Haut. Also gefallen tut er mir auf jeden Fall. Ich bin echt froh. Also wird eine Weile dauern. Ne? Aber ich glaube, den kaufe ich mir mal. Der kommt jetzt auf meine Wunschliste. Der ist toller. Den werde ich mal behalten. Der ist so schön silky. So seidig. Also ganz toll. Den bin ich, den mag ich lieber als den Benefit. Den finde ich echt schöner. Der ist matt und trotzdem hat der so ein seidiges Finish. Ich bin ja auch von dem Nabla so begeistert und so ist der auch. Also der ist mindestens genauso toll wie der von Nabla. Ich weiß nicht, ob ich den sogar noch schöner finde. Es bleibt spannend. So, jetzt nehme ich mal den Orgasm X. Der ist ähnlich wie die Lola und ähnlich wie der von Benefit mit der Sonne. Der, wie heißt der noch? Was mit G? Gula? California. Jetzt habe ich es. California. Ähnlich. Ich habe den mal auf der Hand geswatcht. Aber der ist noch anderser. Sehr, sehr frischer, schöner Ton. Ich bin richtig gespannt. Oben ist Nabla, links ist Orgasm und da ist Benefit. Ich nehme den gleichen Pinsel wie für den Bronzer, weil ich finde, das passt gut zusammen und ich liebe einfach diesen Sigma-Pinsel. Und jetzt hüpfe ich mal rein und ich bin ganz vorsichtig, versprochen. Ich tupfe nur so. Riecht nach gar nichts. So, da ist er. Achtung. Oh, ich bin zu weit oben gelandet, Entschuldigung. Oh, der ist, ich muss mal schnell hier nochmal rüber. Hier habe ich ein bisschen viel drauf gemacht. Das war, da habe ich zu viel Farbe auf dem Pinsel gehabt. Hier ist es ein bisschen schöner geworden, finde ich. Die Seite ist so ein bisschen gleichmäßiger und ebenmäßiger und ein wunderschöner, also wie das alles so auf der Haut aussieht, das ist echt toll. Ach, hier habe ich leider so ein bisschen verpatzt. Machen wir so ein bisschen, einmal kurz meinen Foundation Pinsel. Also auch das ist ein toller Ton. Ich auch leider begeistert. Gerade meine Nase so ein bisschen konturiert und auch so ein bisschen Highlight darauf gemacht. Amnesia von Nabla natürlich, wie immer. Kontur mit Hamster Beckley vom Make-up Coach. Und da werde ich jetzt mein Auge schminken. Ich mache das mal heute so, mal gucken, mal so ein bisschen farbenfroh. Warum nicht, ne? Ich wollte mich so hier so aufhalten, also diese drei und damit. Und ich werde damit anfangen. Dann gehe ich in den Ton und dann in diese beiden. Also hiermit fange ich an. Die erste Farbe ist aufgetragen. Jetzt kommt die zweite Farbe. Und die zweite Farbe wird diese hier sein, mit dem gleichen Pinsel. So, das war die zweite Farbe. Jetzt kommt die dritte Farbe, der Ton und der Ton. Und das mache ich natürlich wie immer mit meinem Finger. Die Lidschattenpalette von NARS ist mega cremig, mega schön. Ganz leicht aufzutragen, auch für Anfänger geeignet. Schöne, schöne Töne. Ganz toll. Also die mag ich total gerne. Das ist immer so meine besondere Palette. So. Das sieht schick aus, ne? Das leuchtet so richtig. Das gefällt mir. So, und jetzt die oder die.
Und jetzt kommt noch dieser helle Ton für dieses Drittel hier. Ich gehe nochmal so ein ganz klein bisschen über den Rand drüber mit dem hellen Ton. Ich finde das gerade so schön. Ganz klein bisschen nur. Jo, genau. Jetzt werde ich von Make-up Coach den neuen dunkelblauen Smoke Liner nehmen für oben und für unten, ein bisschen Mascara auftragen und dann werde ich euch mal erzählen, wie mir die Produkte so gefallen haben. Erstmal fertig fehlt nur noch der Lippenstift. Ich habe jetzt für meine Augen einmal nicht nur dunkelblau genommen, sondern ich habe auch den grün genommen. Natürlich Make-up Coach. Natürlich. Und guck mal, so sehen die beiden Farben zusammen aus. Dunkelblau und Smaragdgrün. Erst habe ich den blauen aufgetragen, dann den grünen und dann sieht man so schon, wie das sich schön vermischt. Und dann passt das natürlich optimal zu den Augen. Ganz toll. So, und dann habe ich diesen Mascara aufgetragen. Also da muss ich noch mal was zu sagen. Der ist gar nicht so schlecht. Ich habe den jetzt zum ersten Mal aufgetragen und dann dachte ich so, so wie der gelobt wird, naja. Aber so mittlerweile mag ich den immer lieber und je öfter ich ihn benutze, umso mehr mag ich ihn, weil er irgendwie so, ich finde so, ich sag mal dazu, so Puppenaugen macht. Ich finde ihn gut, weil er macht nicht so ganz super extrem lange Wimpern, aber er fächert sie so krass auf und ich finde, er macht irgendwie so dickere Wimpern. Also er zaubert irgendwie so Volumen da rein, finde ich jetzt so. Also so ist meine Empfindung und den werde ich halt noch weiter unter die Lupe nehmen und dann werde ich berichten. So, und jetzt kommt das gute Stück hier. Ich habe eben mal so ein bisschen noch Fett auf meine Lippen gemacht, aber das dann wieder abgetupft, ein bisschen eingerieben und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob der hält, aber ich konnte jetzt so auf meine trockenen Lippen das nicht raufmachen. Ich müsste eigentlich gar nichts drauf machen, so ein bisschen Pflege. Aber ich will euch einfach mal diesen Farbton zeigen, weil das ist ja schon krass, ne? Das ist ja schon ein krasser Ton. Wie heißt der eigentlich? Star Woman. Wisst ihr Bescheid? Star Woman. Gut, also ich mache... Oh, ich habe Angst. Ich mache nur ganz bisschen. So, das reicht. Oh. Oh. Ja, ich bin YouTuber. Sieht man, ne? Perfekt. Sie hat es drauf. So, fertig aufgetragen. Ein bisschen habe ich einfach die Lippenkontur machen müssen mit dem Waldbeere vom Make-up Coach. Ein Lippenkonturenstift, weil passte gut dazu. Und bei so einem knalligen Ton brauche ich einfach einen Lippenkonturenstift, weil wenn schon, dann muss es auch vernünftig gemacht werden. Sieht das so komisch aus. Alleine aufgetragen sah das so ausgefranst aus. Ganz komisch. Also jetzt geht's einigermaßen. Aber ich bin jetzt ein bisschen schüchtern, weil das ist eigentlich nicht meine Farbe. Ich muss das mal so ein bisschen abdämpfen. Ich nehme mal so ein bisschen Nabla-Concealer für die Mitte und dämpfe mir das mal so ein bisschen ab, weil das ist nicht so meins. Ja, ich glaube, so geht das ein bisschen besser. Da muss ich mich selber erstmal dran gewöhnen. Das ist ja immer so knallig. Na gut, also jetzt erzähle ich euch erstmal, wie ich das alles so finde. Ja. Fangen wir mal ganz klein an. Also das hier ist natürlich eine wunderschöne Farbe. Ich bin leider nicht so mutig und ich mache ja schon immer meine Augen so krass. Deswegen würde ich das jetzt eher nicht machen. Aber ich finde es irgendwie auch schön, aber ich finde es zu viel irgendwie im Gesicht. Aber mit Concealer geht's. Ich denke mal, das hält mega lange, weil ich habe das fast gar nicht von der Hand bekommen. Ich denke mal, das macht ihr rauf und das bleibt auf jeden Fall die nächsten Stunden. Werde ich nochmal testen. Von dem Bronzer bin ich mehr als begeistert, bin ich richtig angetan und bin ich so angetan, dass ich sage, also den möchte ich haben, den Bronzer auf jeden Fall. Der kommt jetzt auf die Wunschliste. Wann ich mir den kaufe, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist der auf der Wunschliste jetzt drauf. Bronzer möchte ich unbedingt haben, finde ich mega schön. Blush, Orgasm X. Ja, auf jeden Fall total meine Farbe, 100% meine Farbe. Natürlich wüsste ich auch gerne, wie der normale Orgasm aussieht, aber ich bin froh, dass ich mir den Ton geholt habe, weil
Ich finde den so mega schön. Also so mega schön. Und der passt auch genau in mein Beuteschema. Das ist so die Lola-Richtung von Nabla und auch von Benefit, wie heißt der noch, California. Also ganz toll. Bin ich sehr begeistert drüber. Finde ich ganz toller Ton. So richtig schöner, mega Ton. Ich kann den gar nicht beschreiben. Ich finde ihn so schön. Echt. Foundation war Gott sei Dank kein Fehler. Eine richtige tolle Foundation, die so schön deckt und trotzdem natürlich bleibt. Interessant, ob sie nachher natürlich auch noch drauf ist, wie das überhaupt alles so aussieht nach ein paar Stunden. Bin ich gespannt. Ich werde euch so ein bisschen mitnehmen. Und ich muss nachher auch auf jeden Fall Maske tragen. Und ich bin wirklich gespannt. Wie das nachher aussieht. Also der erste Eindruck ist erstmal Bombe. Ich fühle mich richtig toll. Also ich fühle mich richtig schön. Also ich bin auch erleichtert, weil wenn man so viel Geld ausgibt, denkt man immer so, oh Gott, hoffentlich gefällt mir das. Ja, die NARS-Lidschattenpalette, die kannte ich ja schon. Da war ich eh schon begeistert. Die ist schon ganz lange in meinem Herzen. Und das ist immer so eine besondere Palette. Natürlich ist das alles sehr knallig. Ich mag das aber und ich finde das einfach schön. Ich weiß, dass das mutig geworden ist. Man kann natürlich mit der Palette auch so ein bisschen sanfter schminken. Ich habe ja natürlich die krassesten Töne überhaupt genommen. Aber ich wollte das auch diesmal so. Ich finde das schön. Ich freue mich darüber und es passt heute auch zu dem Tag, was ich heute vorhabe. Ich darf heute so aussehen. Und es gefällt mir alles super gut. Ich finde, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gekauft. Ich kann die Produkte bis jetzt noch weiterempfehlen. Ich sag euch das noch mal heute Abend ganz genau, ob das bei meiner. Also bis jetzt bin ich begeistert. Und mal sehen, was ich heute Abend sage. Und jetzt sage ich schon mal Tschüss. Gerne bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich. Das ist ja die Hauptsache, dass ich mich freue. Na gut, ich wünsche euch auch noch so einen richtig schönen Tag. Wünsche euch alles, was ihr euch auch wünscht. Wenn ihr möchtet, schaut gerne in die Videobeschreibung. Ich habe die Sachen verlinkt und auch genau beschrieben. Und ansonsten lasst euch nicht ärgern von den doofen Leuten. Wünsche euch schönes Wetter und ganz viel Gesundheit. Tschüss. So sehe ich 4 Stunden später aus. Die Lippen haben sich natürlich verabschiedet. Ich habe ja gegessen und getrunken. Aber ansonsten ist noch alles gut drauf. 4 Stunden später. Nicht erschrecken, nochmal von ganz dichtem im Badezimmer vorm Fenster ohne Ringlicht. 4 Stunden später. Eben war ich im Garten, jetzt nochmal drinne und ich sehe so aus. Es ist jetzt 9 Uhr abends, 21 Uhr, und wie man sieht, es ist noch was drauf. Ja, ich würde sagen, nicht schlecht, nicht. Also ich nehme mal was von der Nase. Geht was ab. Stirn, warte mal, weiße Hälfte nehmen. Ist noch was drauf, ne? Hier auch gerne noch mal. Da ist weniger. Ein bisschen. Und hier ist ja auch noch ordentlich was drauf. Warte mal. Mal ordentlich reiben. Ja, ist auch alles noch drauf. Kann ich auch noch mal. Sehr gutes Ergebnis. Ich kann nur sagen, ich bin zufrieden. Tschüss.